Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, heute den kosovarischen Ministerpräsidenten Isa Mustafa in Berlin begrüßen zu können. Wir zählen als Bundesrepublik Deutschland zu den ersten Ländern, die den Kosovo anerkannt haben. Heute sind es über 100 Staaten, die bereits die Anerkennung des Kosovo vollzogen haben. Und wir bemühen uns auch in der gesamten Zeit nach der Anerkennung des Kosovo darum, dass die politischen Prozesse gerade im Blick auf Serbien sich auch so normalisieren, dass wir wirklich sagen können, dass die ganze Entwicklung eine gute Richtung nimmt. Wir sind im Augenblick wieder in einer spannenden Phase, wo weitere Punkte auch der Kooperation mit Serbien und der Gespräche mit Serbien stattfinden. Und der Ministerpräsident kommt auch gerade aus Brüssel. Und ich habe mir natürlich über die Fortschritte berichten lassen, die in dem Zusammenhang erzielt werden konnten. Einige Probleme sind noch nicht gelöst. Und wir waren uns einig, dass hier diese Gespräche mit Hochdruck geführt werden müssen, weil natürlich der Fortgang in dieser Frage auch sowohl für Serbien als auch für Kosovo von großer Bedeutung ist bezüglich der Annäherung an die Europäische Union. Im Blick auf Kosovo geht es hier um das Assoziierungsabkommen. Im Blick auf Serbien geht es dann um Kapitelöffnungen. Ich werde ja auch selber nach Serbien reisen in wenigen Tagen und insofern ist dann auch die Möglichkeit gegeben, noch einmal auch mit den serbischen Verantwortlichen zu sprechen. Natürlich haben wir uns vorrangig aber mit der Situation des Kosovo insgesamt beschäftigt, hier auch die wirtschaftliche Lage analysiert und es wird hier auch ein Treffen des Ministerpräsidenten mit der deutschen Wirtschaft, mit dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft geben. Vor allen Dingen wollen wir unterstützend wirken, wenn es um die Energieproduktion geht. Hier geht es bereits vorliegende Angebote von Bilfinger, um eventuell ein Braunkohlekraftwerk zu ertüchtigen und damit auch mehr Stabilität in der Energieversorgung vorzubereiten. Der Ministerpräsident hat deutlich gemacht, dass man auch im Bereich der Landwirtschaft gerne Fortschritte erzielen möchte. Und ich habe deshalb ein Treffen unserer Landwirtschaftsminister auch vorgeschlagen, um hier Möglichkeiten der Kooperation auszuloten. Denn wir wissen alle, im Kosovo ist die Arbeitslosigkeit sehr hoch. Und gerade für junge Leute muss eine Perspektive geschaffen werden. Und es gibt auch einige Bundesländer, die mit Kosovo zusammenarbeiten im Bereich der beruflichen Bildung. Und auch hier haben wir über weitere Kooperationsmöglichkeiten gesprochen. Ich sage dies alles auch vor dem Hintergrund sehr hoher Flüchtlingszahlen aus dem Kosovo nach Deutschland seit 2014. Und möchte hier auch noch einmal wiederholen, dass es so gut wie keine Chance gibt, eine Anerkennung als Asylbewerber zu bekommen in Deutschland. Das heißt, wir wollen daran arbeiten, dass junge Menschen in Kosovo bessere Möglichkeiten haben, auch ihre Zukunft zu gestalten. Aber Asylanträge in Deutschland sind in hohem Maße ohne Chance auf Genehmigung. Wir haben dann auch noch über die Situation in der Umgebung gesprochen, die Zusammenarbeit mit Albanien, die Situation in Mazedonien und auch die Situation im Blick auf andere Balkanstaaten. Sie wissen, analog zu der Westbalkankonferenz wird auch im August in Wien eine solche Konferenz jetzt stattfinden. Es ist in der Zwischenzeit einiges passiert an Infrastrukturprojekten mit der Kommission, die ausgearbeitet wurden, die auch die Länder verbinden. Auch im Bereich des Jugendaustauschs gibt es Fortschritte. Und wir haben ein hohes Interesse daran, dass mit der europäischen Perspektive aller Länder in der Region auch die Kooperation unter diesen Ländern verstärkt wird. Und ich habe den Eindruck, dass ich hier mit dem Ministerpräsidenten Mustafa voll übereinstimme. In diesem Sinne noch einmal herzlich willkommen und danke für das Gespräch. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Ich bedanke mich bei der Kanzlerin für die uns zur Verfügung gestellte Zeit, für das sehr inhaltliche Gespräch, das wir hatten über viele Probleme, die Kosovo betreffen, aber auch über unsere Ansprüche, Teil der europäischen Familie, Teil der Europäischen Union zu sein und alle Kriterien zu erfüllen, um in der Europäischen Union zu sein. Wir machen Anstrengungen, die internen Probleme in Kosovo zu lösen. Ich habe darüber auch die Kanzlerin
unterrichtet. Wir haben große Probleme mit der Arbeitslosigkeit, mit der niedrigen Stufe der wirtschaftlichen Entwicklung, mit der Armut, mit der nicht genügenden Struktur in der Wirtschaft. Das ist alles als Folge der wirtschaftlichen Transition, die wir momentan durchleben. Und wir haben einen schlechten Handelsbilanz. Wir haben Interesse, eine stärkere Zusammenarbeit in der Wirtschaft von Deutschland zu erfahren. Es gibt viele Menschen, die in Deutschland arbeiten seit längerer Zeit, haben der wirtschaftlichen Entwicklung durch ihre Remittenzen in Kosovo unterstützt, geholfen. Und wir hatten viele Unterstützung, aber die Unterstützung von Deutschland war sehr größer, sei es in direkten Investitionen, sei es auch in der Schaffung von infrastrukturellen Problemen, die für unsere Entwicklung sehr wichtig sind. Ich habe der Kanzlerin unsere Dankbarkeit gegenüber ausgesprochen wegen der Initiative für das Programm und für die Projekte des Westbalkans. Die sind jetzt auf einem sehr wichtigen Weg, um die Infrastrukturprobleme zu lösen, die dann auch in den Standards dieser Projekte, aber auch in den Beziehungen zwischen diesen Staaten helfen werden. Damit werden wir den Verkehr rationalisieren, die Kosten für den wirtschaftlichen Austausch zwischen diesen Staaten rationalisiert. Wir führen einen Dialog mit Serbien durch. Wir sind in einer sehr wichtigen Phase des Dialogs. Natürlich ist ein Dialog nicht leicht. Wir sind in einer Stelle, wo wir Kompromisse machen können müssen, um leichte Lösungen zu schaffen. Dieser Dialog hat bessere Beziehungen zu Serbien und für die Integration der Serben in der kosovarischen Gesellschaft beigetragen und auch für die Lösung deren Probleme. Für die künftigen Probleme sind wir daran interessiert, also das Abkommen für Stabilisierung und Assoziierung unterzeichnen, natürlich auch Beziehungen zu der Europäischen Union schaffen und nach der Erfüllung von allen technischen Kriterien, die vor uns stehen, natürlich auch eine Liberalisierung der Visa in Anspruch nehmen, damit unsere Bürger in allen Staaten der Europäischen Union genau wie anderen Staatsbürger reisen können. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an den Ministerpräsidenten Mustafa. Herr Mustafa ist der erste Besuch von einem kosovarischen Ministerpräsidenten bei der Kanzlerin Merkel. Welche Botschaften hatten Sie von der Kanzlerin erhalten hinsichtlich der letzten Entwicklungen in Kosovo in Erfahrung gebracht? Gestern gab es einen Marathon Gespräch in Brüssel und es gab keine Einigung. Wo sind die Gründe für diese mangelnde Abkommen? Ich schätze sehr hoch diesen Besuch und auch das Interesse der Kanzlerin, der Bundeskanzlerin für die Entwicklung in der Region und auch in unserem Staat. Wir haben über Grundsatzfragen, die Kosovo beschäftigen, gesprochen, aber auch die Europäische Union betreffen hinsichtlich der Entwicklung, aber auch der europäischen Integration, aber auch für die Erfüllung der Kriterien, die wir benötigen. Wir sprachen auch über die Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Korruption gesprochen, als eines der Kriterien für diesen Prozess der Integration und der Visaliberalisierung. Die Kanzlerin hat uns ihre volle Unterstützung zum Ausdruck gebracht, damit der Dialog mit Serbien weiterhin stattfindet, aber auch bei der Erfüllung unserer Verpflichtungen bei der Schaffung des Sondergerichtes, die wir übernommen haben, also nach der Unterzeichnung des Abkommens zwischen unserer Präsidentin und der Baronin Ashton. Reuters, eine Frage sowohl an die Bundeskanzlerin als auch den Ministerpräsidenten. Haben Sie darüber gesprochen, ob Kosovo als sicheres Herkunftsland eingestuft werden sollte? Und ist das auch die Meinung des Ministerpräsidenten? Und Frau Bundeskanzlerin, erlauben Sie eine ganz kurze Frage zu Griechenland. Glauben Sie noch an eine Last-Minute-Einigung, wie die im Moment anscheinend in Brüssel erwogen wird?
Erstens, ich glaube, das ist ja eine mehr oder weniger innerdeutsche Entscheidung. Es ist so, dass 1,1% der Asylbewerber anerkannt werden, alle anderen nicht. Deshalb habe ich gesagt, im Wesentlichen gibt es keine Anerkennung. Und wir werden ja auch im Rahmen der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern jetzt die Asylanträge noch schneller bearbeiten. Und ich glaube, die Botschaft, die ist auch sehr wichtig, dass wir sagen, man hat so gut wie keine Chance, einen Asylantrag genehmigt zu bekommen. Diese Botschaft in den Kosovo ist wichtig. Sie wissen, dass es in Deutschland unterschiedliche Bewertungen gibt. Ein sicheres Herkunftsland kann man nur einstufen, wenn es dafür auch die notwendigen politischen Mehrheiten gibt. Im Augenblick sind wir dabei, vor allen Dingen verfahrensmäßig die Dinge zu beschleunigen und die Botschaft einfach zu senden. Es hat so gut wie keine Chance. Und der Ministerpräsident und ich sind uns darüber einig, dass wir die Lebensbedingungen, die Wirtschaftsbedingungen im Kosovo verbessern müssen, sodass die Zukunftschancen für die jungen Leute auch wieder besser werden. Zweitens, was Griechenland anbelangt, kann ich heute nur das wiederholen, was ich gestern schon gesagt habe. Heute Abend, genau 24 Uhr mitteleuropäischer Zeit, läuft das Programm aus. Und ich kenne keine belastbaren anderen Hinweise. Und dazu kommt aber, dass wir natürlich auch nach heute Mitternacht nicht unsere Gesprächsfäden kappen. Dann wären wir nicht die Europäische Union. Das heißt, die Tür steht offen für Gesprächsfäden. Aber das ist alles, was ich zur Stunde sagen kann. Was unseren Landsleuten betrifft, wir haben mit der Bundeskanzlerin gesprochen. Es gibt keinen Grund, dass unsere Landsleute hier in Deutschland Asyl suchen. Und da sind wir übereingekommen, dass wir die Voraussetzungen schaffen. Diejenigen, die in letzter Zeit emigriert werden, müssen nach Kosovo zurückkehren. Kosovo ist sicher für alle Bürger. Und wir haben die Verantwortung übernommen, die Voraussetzungen zu schaffen, ihre wirtschaftlichen Probleme, ihre sozialen Probleme in Kosovo zu lösen. Aber wir wollen auch die Unterstützung der EU-Staaten und vor allem Deutschland, damit Möglichkeiten für Berufe, wo wir eine Lösung finden können, gemeinsam schaffen für eine Beschäftigung. Aber diese Beschäftigung muss legal sein und nicht auf illegalen Wege zustande kommen. Bessiana Krasnici von Television 21 von Kosovo. Frage für die Bundeskanzlerin. Kosovo ist seit einigen Jahren in dem Dialogprozess für die Normalisierung mit Serbien und oftmals ist der Eindruck entsteht, dass Kosovo sehr viel leistet in dieser Frage. Aber andererseits, die Bürger von Kosovo können sich nicht frei bewegen, sind benachteiligt bei den Visen. Dann darüber hinaus haben wir auch den schmerzlichen Prozess des Dialogs. Glauben Sie, dass die Normalisierung der Beziehungen zu Kosovo also richtig sein wird für Serbien auf dem Weg in die Europäische Union? Ja, natürlich. Wir haben ein hohes Interesse daran, dass es faire Übereinkommen gibt. Und das betrifft immer beide Seiten. Der Ministerpräsident hat gesagt, es ist die Zeit, auch Kompromisse zu machen. Kompromisse muss nicht nur eine Seite machen, nicht nur das Kosovo, sondern auch natürlich Serbien. Und wir sprechen mit beiden Seiten und ermutigen beide Seiten. Und für beide Seiten heißt das auch, nur wenn es hier Fortschritte gibt, gibt es auch Fortschritte im Zusammenhang mit der Annäherung an die Europäische Union. Das gilt für Serbien genauso wie für Kosovo. Und was die Visa-Liberalisierung anbelangt, so gibt es hier einen sehr objektiven Prozess. Und in diesem Prozess ist festgestellt worden, dass noch einige Arbeit zu leisten ist. Das hat auch etwas mit der Bekämpfung der organisierten Kriminalität zu tun. Aber wir sind offen und werden Kosovo unterstützen, wenn die rein sachlichen Bedingungen erfüllt sind, dass dann die Visa-Liberalisierung auch stattfinden kann. Hier gibt es keine Benachteiligung. Eine Frage zu Ihrer anstehenden Balkanreise, Frau Bundeskanzlerin. Ist auch eigentlich gleichzeitig eine Frage an den Ministerpräsidenten. Sie hatten ja
in Australien auf dem G20-Gipfel damals vor einem wachsenden russischen Einfluss auf dem Balkan gewarnt. Haben Sie dieses Thema heute auch mit dem kosovarischen Ministerpräsidenten besprochen? Und ist das zum Teil auch ein Anlass Ihrer Reise auf den Balkan jetzt im Juli? Das wäre meine erste Frage. Zweite kurze Frage, nochmal eine Nachfrage zu Griechenland. Ist dieser Vorschlag, der ja offenbar jetzt nochmal last minute von der Europäischen Kommission kommt, ist der mit Ihnen irgendwie abgestimmt oder handelt da die Kommission sozusagen auf eigene Rechnung? Wir haben heute über Russland nicht gesprochen, weil wir genügend andere Themen hatten. Ist auch nicht der Grund meiner Balkanreise, sondern wir haben ein großes Interesse, dass sich die Entwicklung auf dem westlichen Balkan positiv darstellt. Der albanische Ministerpräsident hat mich schon vor geraumer Zeit eingeladen, der serbische sowieso. Ich war jetzt auch schon etliche Zeit nicht mehr dort vor Ort. Ich war noch nie in Bosnien-Herzegowina. Insofern ist es eher hohe Zeit, wenn man mal überlegt, dass es das ja gemessen an anderen Reisen ein Katzensprung ist in die Region, dort mal hinzufahren und sich für die Lebenssituation zu interessieren. Sie wissen, wegen der Flüchtlingsbewegung haben wir natürlich auch im Augenblick ein sehr großes Interesse. Wir haben ein großes Interesse zu zeigen, dass uns diese Region wichtig ist. Und deshalb haben wir ja letztes Jahr auch die Westbalkan-Konferenzen initiiert. Und vor meinem Besuch der Wiener Konferenz im August werde ich jetzt mir einfach auch vor Ort ein Bild machen. Ich glaube, das gehört dazu, wenn man sich für eine Region interessiert. Und deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, dass der Ministerpräsident hier ist. Ich kann Ihnen über das hinaus, was ich eben zu Griechenland gesagt habe, nichts sagen. Und alles, was ich weiß, ist, dass das letzte Angebot der Kommission, das mir bekannt ist, ist eines vom Freitag letzter Woche. Und mehr kann ich nicht beisteuern. Ja, ach so, okay. Dankeschön. Wir machen noch ein Foto.